Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und ja, Leute, ich weiß, ich habe es euch versprochen, kein Video mehr in der Lobby aufzunehmen. Aber aus gegebenen Anlass muss ich das Ganze jetzt einfach mal machen. Und ihr wisst es ganz genau, wenn ich in der Lobby bin und ein Video aufnehme, dann gibt es einfach Neuigkeiten. Ich würde sagen, bleibt einfach bis zum Ende dran. Ansonsten würde ich sagen, lasst jetzt schon mal ein Like da, natürlich auch ein Abo da. Lasst doch mal in Zukunft nichts mehr verpassen rund um Fortnite. Und in der Hoffnung, dass wir heute noch die 30k knacken, denn ich habe eine Wette mit meinem Cousin. Und ich bin einfach absolut dafür, dass wir diese 30k knacken und ich meine 100 Euro bekomme. Ich würde jetzt mal sagen, check mein Crate Tag aus, METE-8 ist komplett kostenlos. Wir sehen uns nach dem kurzen Cut. Viel Spaß. Ja, Leute, ihr wisst es, wenn ich in der Lobby bin und ein Video aufnehme, dann hat es etwas damit zu tun, dass wir Neuigkeiten haben in Fortnite. Und um diese Neuigkeiten soll es heute gehen, denn, Leute, ich möchte das jetzt einfach mal zeigen. Neuigkeiten. Das Abenteuer wartet und links sehen wir schon das Schiff. Begebt euch auf ein neues Abenteuer und besucht dabei Lazy Lagoon, Sunny Steps oder den Vulkan. Ganz rechts sehen wir das Nvidia-Bundle, was sie heute einfach wieder in den Shop gebracht haben, oder zumindest gestern. Das neue Emote Wackelquatsch gibt es auch noch dazu, wurde zum Item-Shop hinzugefügt, wie auch die Outfits Reflex und Instinkt und ihre Set-Gegenstände. Jetzt denkt man sich natürlich, Bruder, es gibt drei Nachrichten, was ist da in der Mitte? Ja, Leute, ihr seht es schon richtig, Schatz in Sicht. Und diesen Schatz habe ich euch ja mehrfach schon gezeigt in mehreren Videos. Und Leute, jetzt hört einfach mal zu. Durchkämmt die Insel nach versteckter Beute, genauer gesagt nach vergrabenen Schätzen. Und Leute, ihr seht jetzt, die Karte ist auf jeden Fall da und man sieht sogar das Kreuz. Und wo das Kreuz ist, das habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt in Fortnite, und zwar bei der Map E4. Diesen Ort habe ich euch wirklich schon sehr, sehr oft gezeigt. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt damit zu tun hat, aber wir gucken uns diesen Ort mal direkt an. Ja, wir fliegen straight zu dem Ort, wo in Fortnite dieses Kreuz sein soll. Ihr habt die Karte schon gesehen und ungefähr konnte man schon ahnen, wo das Ganze hinführt in Fortnite. Und ich kenne den Ort natürlich schon, ich habe wie gesagt dazu schon mal ein Video hochgeladen. Viele von euch kennen dieses Video schon, viele auch nicht. Deswegen erwähne ich es einfach hier in diesem Video nochmal, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen nochmal und der Sorgfalt selber. Wir landen hier ungefähr bei B4 oder E4, Entschuldigung. Genau hier, wo wir sind, sehen wir auch schon dieses Kreuz in Fortnite, genau neben dem Vulkan, so wie es bei der Schatzkarte auch gezeigt wurde. Und scheinbar soll hier bald eine große Kiste sein, wo wir dann sozusagen diesen Schatz finden können. Was der Schatz sein wird, weiß ich nicht ganz genau, hat Epic Games noch nicht gesagt, aber wir können sicher sein, dass am Dienstag dieses Update kommen wird und wir mega gespannt sein können, was uns so erwartet. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. War nur ein kurzes Video, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir bald etwas Neues bekommen, und selbstverständlich werde ich dazu ein Video machen. Ich werde das ganze Update zeigen und selbstverständlich werde ich euch nochmal diesen Ort hier zeigen, falls ihr etwas getan habt. Ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da, lasst nochmal in der Zukunft nichts zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, und natürlich mein Credit Tag auschecken. METE-8 ist komplett kostenlos. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.